Wir haben vor kurzem über meine Gesichtspflegeroutine am Abend gesprochen. Jetzt zeige ich euch eine, wie sie aussehen könnte am Morgen. Ihr wisst, ich habe viele Produkte, die ich auch teste. Also ändert sich das natürlich immer. Im Sommer kann man halt so bei mir nach einzelnen Parametern gehen, wie ich meine Pflegeroutine gestalte. Und die ist eigentlich grundsätzlich immer gleich. Die Produkte, die ich verwende, die können sich natürlich unterscheiden. Und bevor ich jetzt lange ins Quatschen komme, würde ich einfach sagen, wir legen los mit der Reinigung. Und Isana hat ja ein paar Produkte umgestellt und es sind einige Produkte dazugekommen. Heute seht ihr zwei neue Produkte. Und eins, das ich zum ersten Mal verwendet habe heute vor der Kamera. Das hier mag ich. Ich bin es gerade so ein bisschen am Vergleichen mit dem von Balea. Den von No, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Ich weiß nur, dass der von Balea ein bisschen mehr AHA drin hat. Aber da merke ich jetzt nicht viel Unterschied. Ne? Also ich habe beide Produkte gerade auf und auch von der Konsistenz unterscheiden sie jetzt sich nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich, einmal bin ich hergegangen und habe beide halt nebeneinander aufgetragen. Und von der Konsistenz, von der Farbe, sie sehen halt wirklich fast gleich aus. Ne? Und auch den kann ich wirklich empfehlen. Ich stehe auf solche Produkte, muss ich wirklich sagen. Denn das funktioniert bei mir halt echt gut, Säuren. Aber es gibt halt dennoch Serien, die das nicht so gut finden. Also wenn du regelmäßig Säuren anwendest. Und auch hier muss ich sagen, wenn du noch keinen Sonnenschutz aufträgst und meinst, du müsstest das hier verwenden ohne Sonnenschutz, riskierst wirklich nicht. Ne? Und auch wenn du empfindliche Haut hast, denn ich habe eine fettige Mischhaut, kann es sein, dass du darauf reagierst, auch wenn das nur ein bisschen peelt. Ne? Also unterschätzt das nicht. Und wenn deine Haut reagiert, heißt das fürs Erste, dass du es nicht regelmäßig verwenden sollst. Und wenn das zu viel ist, muss es ganz aufgeben. Ich habe schon einige Zuschauer gehabt, die mit solchen Produkten gar nicht zurückgekommen sind. Aber so mein Hauttyp, der kommt super damit zurecht. Und ich liebe es halt auch. Ich kann bei meinem Hauttyp BHA am Morgen verwenden. Das ist fast leer. Ist aber immer noch meine erste Flasche. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir nachkaufen werde. Ich denke schon, weil im Gesicht verwende ich das gerne an. Auf der Kopfhaut verwende ich ein günstigeres, entweder Balea oder Isana. Denn die mag ich auf der Haut an sich nicht so. Und da ist das halt wirklich perfekt. Meine erste Flasche immer noch, das hat nichts zu bedeuten, denn auch ich gehe mit Säuren vorsichtig um. Ne? Also nicht jeden Tag anwenden und dann habe ich halt eben auch Serien. Da solltest du das nicht die ganze Zeit kombinieren. Also dosier sowas so gut es geht, wie es für deine Haut verträglich ist. Ne? Also ein Anfänger sollte da mit einmal pro Woche anfangen und wenn du merkst, das bringt dir nichts, das reagiert trotzdem, versuch mal das nach 10 Minuten abzuwaschen. Also da nicht so schnell aufgeben, weil ich verstehe das, das kostet 10 Euro und man will es halt nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, wieder hergeben oder so, man will eine Chance geben. Aber wenn du generell das trotzdem nicht verträgst, so vorsichtig du auch umgehst, dann lass es sein, weil da werde ich immer wieder gefragt. Ne? Also mein Tipp bei Säuren ist immer, du probierst es einmal pro Woche an einem Tag abends aus. Morgens würde ich das nicht machen. Dann gehst du her und probierst es einmal an einem Tag morgens und einmal an einem Tag abends aus. Also nicht am selben, weil das ist halt auch schon wieder zu viel. Und wenn das für dich okay ist, dann kannst du weiter steigern. Manchmal ist es auch so, dass die Reinigung einfach zu harsch ist und man noch zusätzlich irgendwie sowas verwendet. Oder wenn irgendwie ein anderes Active mit im Spiel ist, dann kann das auch schon zu viel sein. Ich vertrage es auf jeden Fall bei meiner Mischhaut mit großen Poren. Also eine empfindliche Haut sollte da aufpassen. Und bei Säuren heißt wirklich, wenn du morgens Säuren verwendest, dann musst du auf jeden Fall Sonnenschutz tragen. Auch wenn du sie abends anwendest, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn du in deiner Routine am Morgen Säuren enthalten hast, dann musst du Sonnenschutz tragen, wenn du es nicht tust. Dann spielst du wirklich mit der Gesundheit von deiner Haut. Wirklich. Also das möchte ich auch so drastisch sagen. Und inzwischen sind die Hersteller auch so, dass sie es eben auch erklären. Das ist richtig gut. Dieses Produkt macht einen richtig schönen Glow auf die Haut, ne? Und bei meinen großen Poren ist das halt einfach eine perfekte Geschichte, weil da wird halt
alles schön durchgespült und du hast halt auch nicht so diese Ablagerungen in den Poren selber. Das ist halt richtig toll. Kennst du das Produkt? Das ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt und da gibt es noch, wie gesagt, eine Sondergröße. Musste man die Augen aufhalten. Zu dem Serum hier kann ich noch nicht viel sagen, ne? Also er ist einmal angewandt und ich kann noch nicht mal sagen, welche Wirkung das auf meine Haut hat. Generell habe ich mit Glycerin kein Problem, finde es relativ gut. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Produkt verwendet, was rein jetzt irgendwie Glycerin-Serum ist oder so. Also da bin ich jetzt zum ersten Mal dran, weil es gibt reine Glycerinserien, das habe ich aber bis dato noch nicht angewandt, weil ich eine Zeit lang auch so ein bisschen fixiert auf Hyaluron war und man weiß ja jetzt inzwischen, da steckt viel Marketing dazwischen mit den verschiedenen Molekülgrößen und so. Das ist alles nicht notwendig, Glycerin besser. Und Hyaluron und Glycerin miteinander kombinieren ist auch super, ne? Manche Personen haben Probleme mit der hohen Prozentzahl, wenn das so stark ist. Und wir haben hier halt 15% Glycerin. Bei dem einen Mal kann ich jetzt wirklich noch nichts sagen, ob meine Haut jetzt irgendwie reagieren würde oder so. Ich teste es ausgiebig aus, um zu gucken, ist das für mich so von der Menge her gut oder ist es nicht so gut? Denn in anderen Serien ist ja weniger drin und da passt für mich auch ganz gut. Und wer eben eine feuchtigkeitsarme Haut hat wie ich, denn feuchtigkeitsarm bedeutet immer, wenn du eine schnell fettende Haut hast, die fettet ja nicht ohne Grund so schnell nach. Deswegen ist ja die Feuchtigkeit in deiner Haut ja nicht so gegeben und da kannst du dich auf solche Sachen beziehen. Und ich liebe es halt, wenn es so warm ist, dass ich mich eben auf so Produkte so fixieren kann, die eben nicht ölig sind, die auf in Richtung Feuchtigkeit gehen. Und natürlich werde ich das Produkt vorstellen. Wenn du schon erste Erfahrungen damit gemacht hast, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, um einfach mal von dir zu erfahren, wie du damit zurechtkommst. Schreibe auch dazu, was für ein Hauttyp du bist. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind hier wieder bei knapp 6 Euro, 5,99 Euro oder so. Dazu werde ich aber, wie schon gesagt, ein extra Video machen. So, jetzt kommt der wichtigste Punkt und das ist der Sonnenschutz. Die ist so gut wie leer. Mich wundert, dass da jeden Tag einfach nochmal was rauskommt, weil dieser Pumpmechanismus ist schon ganz oben. Ich könnte mir vorstellen, bei meiner nächsten Bestellung, weil da gibt es so ein Serum bei Colibri, den hier nochmal zu holen. Es ist aber nicht mein Liebster, denn der reagiert bei mir. Ich habe das jetzt extra heute mal in Kombination mit dem Glycerin aufgetragen, um zu gucken, ob sich es da auch abrollt. Denn ich merke, wenn ich ein zu geliges Hyaluron drunter auftrage, dann rollt sich der ab. Ne? Also der rollt sich auch jetzt so ein bisschen ab. Also er ist nicht so ganz einfach, funktioniert auf meiner Haut, aber wenn ich, sobald ich irgendwie mir ins Gesicht fasse oder irgendwie so ein bisschen rumreibe oder so, dann habe ich hier schon so leichte Würstchen. Man merkt das schon. Dennoch ist es eben ein Sonnenschutz, der nicht so speckig ist. Es kann aber passieren, dass ich mir jetzt was auftragen muss, was speckiger ist. Ich habe diese Drops von Sanozon auch gerade da und die sind ja ein bisschen reichhaltiger. Da ist der schon angenehmer. Aber ich habe ja auch vor kurzem den Yuki Sonnenschutz auch vorgestellt und der ist mega gut. Und ich denke mir, den werde ich mir auch nochmal nachkaufen, denn der funktioniert bei mir einfach richtig gut. So mein generelles Sonnenschutzprodukt, was ich immer da habe, ist ja das von Sanozun, das Sensitiv, das Gelbe. Aber das Liebe ist es nicht. Ne? Also es funktioniert bei mir auf der Haut, es schuppt sich nicht, aber es ist halt nicht perfekt. Der geht in Richtung perfekt, er hat aber so seine Anwendungsschwierigkeiten, habe ich jetzt die ganze Zeit auch gemerkt, bis ich die Flasche. Also sie ist fast leer. Vielleicht kommt morgen noch was raus und dann ist es fertig. Dann, wie gesagt, der ist ganz oben, der Mechanismus. Mich hat es wirklich. Sie war jetzt in Stuttgart und ich dachte da schon, da kommt schon nichts mehr raus. Und, ne, da kommt immer noch was raus. Mich wundert das so spontan. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr das selber angewandt? Ich habe es vorgestellt. Das werde ich euch mal unter das i packen. Und klar, mit dem Sonnenschutz sollte man tagsüber wirklich seine Routine abschließen, denn auch wenn wir die Sonne nicht sehen, auch wenn kein Sommer ist, UVA-Strahlung ist immer da und kommt auch leicht durch Fenster durch. Und
Du willst ja deine Haut schützen und als Frau kann mir keine Frau irgendwie sagen, ihr ist egal, wenn sie immer älter wird. So ein bisschen pflegen möchte man sich schon und so ein bisschen aufhalten möchte man das Ganze schon auch. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, sag danke fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss!